So, hallo Leute und willkommen zurück zum Let's Play FCOX. Nun machen wir weiter mit King Cup. 3, 2, 1. What the? Da war auch ein Spin-Attack in Aktion. Da gab es einen Auseinanderprall oder sagen wir einen Gegenstoß. You got a boost power! Excellent! Oh, Biorex, das muss jetzt nicht sein. Girl, go final one. Na, geht doch! Ja, danke für die Zerstörung! Da gibt es ein schickes neues Fahrzeug! Frisch renoviert, frisch repariert! Gar noch umgestylt. You got a bomb power! Nun geht es weiter mit Sektor Beta. Thank you.
So, nun kommen wir zur riskanten Strecke. Ich zeige euch warum. 3, 2, 1. You got a boost power. Nein! You must quiver team! 3, 2, 1! Da drum! Es ging zwar an den Pfosten, aber der flog doch hinaus. Naja. Nun kann ich nur sorgen, dass ich trotz allem nicht viel zu viel Zeit verliere. You got a boost power! Na, also geht doch! Und das noch unter 2 Minuten. Und da Whitelet eine sehr kurze Strecke ist, dann passt es ja.
3, 2, 1. You got bonus power! Go far away! So, da kommen wir zum YouCity 3. 3, 2, 1. You got a bonus power! Und da kann man hier sehen, dass es King Cup unter 15 Minuten möglich ist. Naja, wenn nicht dieser Credits wäre. Aber wie dem auch sei, mit ihm kann man wirklich jetzt sehr zufrieden sein. Also der stellt in King Cup keine Anstalten an. Vor allem auch in Red Canyon 2. Da ist er ganz sanft, wo er geflogen ist, auf dem Fahrbahn gelandet. Ja okay, einmal am Pfosten. Das sehe ich noch hinweg. Aber wie gesagt, es gibt Risiken und Nebenwirkungen. Ja, dafür habe ich auch nur 6 Sterne abgeräumt.
Das ist ja klar. Aber ich hoffe, euch hat diesen Part gefallen. Und im nächsten Part machen wir weiter mit Joker Cup. Bis dann und ciao.